Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus für euch zur Sonntagstour. Natürlich mit dem Volvo F10. Und heute werden wir die Straße von Gibraltar überqueren und endlich mal nach Afrika übersetzen. Und ich mache jetzt einfach mal die Map auf. Wir sind auf jeden Fall von Portugal gestartet, wieder nach Spanien. Sevilla ist jetzt erstmal unser Haltepunkt und jetzt geht's hier runter Gibraltar und dann werden wir die Meerenge zwischen Europa und Afrika überwinden und dann werden wir mal schauen, wie es hier aussieht. Ja, heute geht's auf jeden Fall nach Afrika und darauf habe ich so richtig Bock. Lange Rede, gar keinen Sinn, wir starten den Motor und fahren jetzt. Jetzt geht's wirklich los nach Afrika. Und der nächste Halt ist auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent. Ich hatte ja beim letzten Video schon gesagt, hier die Spiegel einfach nicht so beachten. Der Mod ist da nicht so genau und bildet quasi ja alles, was da vorne passiert, ab. Aber das nehmen wir einfach mal so hin. Ach, hör auf. Was ist denn hier los? Jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen. Das gefällt mir. Und ich denke mal, mit so einem LKW wie früher auf Achse habe ich den passenden LKW gefunden, um endlich nach Afrika zu fahren. So. Haben wir noch schön Landstraße vor uns. Oh, ich denke mal, ja, Landstraße werden wir hauptsächlich jetzt fahren. Und dann werden wir mal schauen, wie es da überhaupt ist in Afrika. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Fahrzeuge ich dann nehmen werde und welche Tour eventuell. Ich bin am Überlegen, so einen älteren Mercedes zu nehmen. Oh, 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 die Straßen sind ja schon mal nicht so optimal hier, ne? Das ist... das passt ja ganz gut. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. Mann, 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 was denn hier? Ah, das gefällt mir, ja, wenn von der Firma mehrere Trailer da stehen. Ich hoffe, dass es sowas irgendwann mal auch im Eurotruck gibt. Mir reicht oder würde auch erstmal reichen, dass man so einen asynchronen Multiplayer hat, so wie beim Bus-Simulator. Dass man, wie gesagt, trotzdem eine Firma gründet, man sieht sich zwar nicht auf der Straße, aber alles, was deine Firmenkollegen erarbeiten, irgendwo aufgeführt wird. Und dass man sagt, hey, wenn ihr bei der Firma mitmacht, dann fahren wir mit denen die Trailer, denen die Anhänger. Und das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Dann könnte man durchaus auch seine gewohnten und geliebten Mods nehmen. So. Ei, ey, nicht so schnell hier rum und jetzt wieder raus. Nein, 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 nein. Ah, ja, gut, die Spiegel sind, wie gesagt, ja, ein bisschen doof. So. Coca-Cola. Uff, so ein schöner Trailer. Schön, schön, schön. Und die hinten machen ja ganz schön Banane hier. Die Renault-Fraktion da. Da muss ich auch ein bisschen Gas geben. Oh, guckt euch mal an hier. Sattes Grün. Das ist wahrscheinlich nicht die sogenannte Kornkammer, aber vielleicht die Obst- und Gemüsekammer hier von Europa. Aber oh, das sieht doch herrlich aus, wie ich hier langfahre, oder? Also, das finde ich ja schön. Ich gucke mal. Gibt es in Spanien eigentlich Aldi? Ich habe den Tag mal so ein bisschen so einen Bericht gesehen über Aldi und wie das alles so funktioniert hat. Die haben ja... Ach, hier ist ein Fahrradweg, guck an. Ach, herrlich. Olli Hupen, das ist vom Fahrradfeld. Nee, die haben ja ganz normal in so einem kleinen Laden angefangen von ihren Eltern. Und dann gab es natürlich ein bisschen Streitigkeiten. Der eine wollte, wie gesagt, auch Zigaretten anbieten, der andere nicht. Und dann haben man gesagt, okay... Man trennt sich, einer macht Aldi Nord, der andere Aldi Süd. Von den beiden Aldi, ja, Marken, die unterscheiden sich schon.
in gewisser Hinsicht. Ich denke mal, Aldi Süd ist ein bisschen hochwertiger gegenüber von Aldi Nord. Ich persönlich gehe nicht so zu Aldi. Gehe dann eher so Kaufland, Marktkauf, sowas in der Art. Weil da gab es auch dann noch so einen Test bezüglich welcher. Boah, hier TGV. Welcher von den Discountern, von den großen, ist denn der beste? Ja. War sehr interessant. Da hat man quasi Aldi, Lidl und Penny und Netto gegenübergestellt. Mit den ganzen Parametern, was sie da ausgewertet haben, Qualität und sonstige Sachen, Preise. Also bei den Preisen, da hat wirklich jede Firma, oder haben ja, ob es nun die Bockwürste oder dies und das, hat ja jeder irgendwo das gleiche Sortiment. Das war gerade mal ein Unterschied von 8 Cent. Aldi war da, glaube ich, der billigste. Dann kam Lidl, Penny und Norma. Wir sind jetzt in der Wüste, Jungs und Mädels. Ach, hör doch auf. Ei. Ei. Ist ja geil. Wir sind jetzt hier schon in der Wüste, in der spanischen Wüste. Mir wird doch ganz schön warm. Und es waren wirklich 8 Cent. Ich bin da nicht so ein Pfennigfuchser da und guck da nicht jetzt wegen ein paar Cent. Ich muss jetzt die Butter da holen und die, wie sehe ich, Bockwürste von woanders. Das ist mir eigentlich völlig Bockwurst. Wenn ich irgendwo einkaufen bin, weil wenn ich wieder von einem Supermarkt in den anderen fahre und wieder Sprit vergolde, Auto anmachen und dies und das, nee, das ist dann nicht mein Ding. Wenn ich dann da irgendwo bin, muss es dann halbwegs alles geben und dann geht's los. Aber schlussendlich hat dann, glaube Lidl gewonnen, danach Aldi hat dann, und auf dem dritten und vierten Platz war dann, wir müssen hier Gibraltar auf. War denn auf jeden Fall. Muss man vorsichtig hier rumfahren. Wir müssen von außen gucken. Die Spiegel sind ja behindert. War denn Penny und Norma. Ja, Norma war dann halt auf dem vierten Platz. Wo ich denn selbst auch immer einkaufe bei Norma, ja, weil. Ja. Ist halt bei uns hier. Aldi hat da natürlich immer so einen verruchten und Ruf gehabt, ja, mit ihren Aldi-Tüten und, ja, die haben auf jeden Fall die Kaufkultur in Deutschland sehr beeinflusst, mit diesem Billig, haben natürlich auch zur Folge, dass viele herstellende Betriebe nicht nur damit zu kämpfen haben, weil die großen Discounter die Preise diktieren. Wir brauchen uns nur mal an die Milchwirtschaft erinnern, die Bauern, die dann doch sehr zu kämpfen haben. Und ich muss wirklich sagen, wir essen sowieso alle zu viel. Des Weiteren essen wir oder schmeißen auch viel weg. Ich selbst auch, weil ich dann wieder vergessen habe, da habe ich noch irgendwie ein bisschen Wurst oder Käse rumzuliegen. Ach nee, ist verfallen, weg damit. Ja. Obwohl es vielleicht auch noch geht. Aber da muss ich auch selber ein bisschen an meine Nase fassen. Ich bin nicht viel besser wie andere. Ich gebe mir trotzdem immer irgendwo Mühe. Das wird vielleicht sich irgendwann mal ändern, wenn man irgendwann digitale Kühlschränke hat. Ja? Die einen sagen, hey, pass auf, deine Butter, deine Milch, die läuft ab. Die solltest du jetzt die nächsten Tage essen oder trinken oder sonstige Sachen. Und du dann auf dein Smartphone selber gucken kannst, ey, du hast deine vordefinierten Produkte und die möchtest du dann irgendwann mal kaufen. Oder solltest du kaufen. Ja, weil irgendwo haust du den Kühlschrank voll und ach, dann hast du wieder Bock auf das Neue und hinten steht aber auch noch irgendwas und du vergisst es einfach, weil das ganze neue Material, was du dir gekauft hast, einfach vor dem alten steht. Ne? Und dann, ach scheiß, ist schon abgelaufen. Oh je. Ne? Oder man besorgt sich eine Frau, die darauf achtet. Ja, ist natürlich, müsst ihr überlegen, was nun billiger ist. Ein digitaler Kühlschrank irgendwann oder eine Frau. Ja. Und da, guck an, Gibraltar, da ist Afrika. Dort drüben ist Afrika. Hör auf. Ich hoffe es doch, oder? Ist da Afrika? Oh, herrlich.
Hey, könnt ihr mal den Kühlschrank schreiben, in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet mit so einem digitalen Kühlschränke, die einen das Leben. Klar ist man ein gläserner Mensch, aber das werden wir so auch nicht ändern. Es ist nun mal so, wenn man sich der Technik und der ganzen neuen Medien, wenn man da halt nicht mitmachen möchte, dann muss man wirklich irgendwo auf eine Insel ziehen. Alter, jetzt kommt aber der Porsche hier und will's mir zeigen hier oder was? Nee, war gar kein Porsche, das war. Wir lassen ihn mal überholen, das ist doch eine Z7, wa? Was ist denn mit dir los, du Osterei? Ach so, weil ich hier rübergefahren bin, ne? So, was ist jetzt? So, jetzt bremsen wir mal ab. Ach doch, ein Cayenne. Was hast du für ein Problem? Ach, guck dir an, da Afrika. Und da hinten ist so schon die Fähre, die uns wahrscheinlich von A nach B bringt. Die noch sehr, sehr im Dunst der Ferne verschwommen im Wasser liegt. Das war jetzt aber herrlich, was ich gesagt habe, ne? Großartig. Mann, 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 ey. Ich werde hier noch so richtig zum Poetiker. Oder wie man die Schweinerei nennt. So. So schön hier lang. War da ein Blitzer? So ein runder Blitzer? Ich weiß gar nicht. Dann erstmal hier ab durch den Tunnel. Da können Sie hier schön noch. Wir könnten eigentlich jetzt mal schön ins Mittelmeer springen, ne? Eine runde Bahn. Ach ja. Stimmt, hier ist. Ist das Englisches? Ist das hier England? Gehört das denn zu England jetzt hier? Ein kleiner Teil hier von Gibraltar? Die hatten ja überall die Pfoten drin, ne? Aber weit kann es nicht mehr sein. Vorne aufs Navi? Ja, das hätten wir gar nicht mit dem Video geschafft beim letzten Mal. Das ist ja noch. Wir gehen jetzt mal auf die Map und schauen das mal an. Gibraltar, ja, das ist noch ein Stück. Und dann, ja. Also ein Stück ist noch. Wie viele Kilometer? Oh ne, jetzt habe ich ja aber wieder eine Scheiße hingestellt hier. 83 Kilometer, 2 Stunden. Na, das werden wir doch abreißen hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin mit Aldi und alles, ne? Das ist halt. Wie gesagt, ihr könnt gerne unten auch in den Kommentaren ab und zu mal ja, Sachen reinschreiben, die euch so ein bisschen bewegen, die ich dann vielleicht mal anspreche. Und so eine Thementour wieder ganz normal. Ich rede jetzt einfach nur das, was ich jetzt habe. Viele gucken sich ja das nicht an, was ich hier fahre. Ja, die hören sich das einfach nur an. Aber ich bin selbst auch so. Ja. Na, aber reiß dich ein bisschen am Riemen, Kollege Schnürschuh. Kannst hier nicht einfach machen, wie du willst und mich hier überholen. Ich würde ja gerne mal rausgucken. Da ist er. Oh. Wieder zurück. Kriege ich Angst. Jetzt wird langsam dunkel. Dann werden wir im Dunkeln in Afrika ankommen oder wieder was? Gibraltar! Da! Da! Gibraltar! Höre auf! Wir sind in Afrika oder kurz vor Afrika mit unseren richtig schönen Oldschool Volvo. Und grüne Welle. Nein, da ist doch. Der Bus ist weg. Hat er sich aufgelöst oder was? Eieiei, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, den. Ich habe ja auch meinen alten Kanal. Damals bin ich ja auch mal. Auch nach Afrika gefahren. Oh, der sieht auch cool aus, der Truck. Wie er immer rumpustet. Auf jeden Fall ist das Licht kaputt, ne? Ja, das Licht ist kaputt. Oh je. In Afrika ist es nicht so schlimm. Ob das Licht kaputt ist. Holt aber aus hier. Red Bull. So, da sind schon die
die Landungsstege. Oh, die Verlade, Kräne. Ja, kommt ja dieses Jahr sowieso noch so Transocean. Mal schauen, ob ich mir das hole oder da so ein bisschen Multiplayer machen. Das war ja nachher dann nur noch so eine Klickerei hier. Zack, 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 zack. War denn nicht so optimal. Und ey, guckt euch mal an. Ist ja genial. Eieiei, wir müssen ja mal schauen, wo muss ich lang? Ich muss hier runter. Eieiei. Och, herrlich. Wo muss ich jetzt eigentlich hoch? Auf welchem Schiff? Hier oder auf den... Nee, auf den anderen, ne? Geil. Afrika, wir kommen. Wir fahren jetzt einfach hier hoch. Ich denke mal, das wird die richtige Rampe sein. Und da, ja, na klar, hier ist es doch. Die warten nur noch auf uns. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn es hier so ginge nach Zeitdruck. Ah, du musst denn da und da die Fähre schaffen, sonst, ja, hast du Pech. Naja, haben sie Mercedes da noch reingestellt. Alter Schwede. So, Motor aus und jetzt geht's nach Afrika. Ja. Da sind wir. Afrika, wir kommen. Die Straße von Gibraltar haben wir hinter uns gelassen. Keine Probleme. Licht ist kaputt. Aber in Afrika sehen die es nicht so eng. Da sehen wir die Palmen. Schön! Eieiei, das gefällt mir aber. Oh, guck mal an, wie viele Fahrzeuge da stehen. Jetzt aber rum hier. Ich muss das ein bisschen von außen zeigen, dass ihr auch was seht von der Map, weil ihr wisst ja, der LKW ist jetzt nicht so optimal. Warte mal. So, wir müssen jetzt hier abbiegen. Eieiei. Aber jetzt nicht in Afrika kaputt gehen. Ich wollte schon sagen. So. Bisschen Licht mehr an, aber das Navi, das könnte auch mal ein bisschen doller leuchten, ey. Hier ist auch die Anzeige, dass das Licht kaputt ist. Ach, herrlich. Schön, wir haben es endlich geschafft, nach Afrika zu kommen. Herrlich. Und die werden sich auf jeden Fall freuen, dass das Material endlich da ist, was ich transportiere. Schöne Sache. Ach, ich freue mich schon, dass ich es geschafft habe. Ohne große Probleme mit diesem LKW. Ja, wie gesagt, der einzige Kritikpunkt ist dieser Spiegel. Das ist halt ein Spiegel vorausschauendes Fahren. Spiegelt er quasi nie wieder. Macht auf jeden Fall verdammt viel Sinn. Ah, oh, da geht aber vorne. Das haben sie cool gemacht. Auch mit einer Lampe vorne haben wir den kompletten Durchblick. Nee, wir müssen ins Weiterfahren. Zu Schenker, genau. Da ist es. Komm. Ausgezeichnete Arbeit. Ne, gute Arbeit. Warum nur gute? Ich habe ein bisschen Schaden. Aha. Ah ja. So.
das soll es dann gewesen sein. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal... Oh, hier ein Apache können wir hin und her transportieren. Wir werden beim nächsten Mal einen anderen LKW sehen. Und natürlich wird es weitergehen mit Afrika. Und ich kann euch schon mal zeigen, ich hätte schon Bock, Richtung Mekka runterzufahren. Aber diese Strecke, weil ich denke mal... Ach, Mekka sei. Mekka, aha. Oder Casablanca. Nach Mekka, wie bin ich auf Mekka gekommen? Aber auf jeden Fall vielleicht so Richtung Casablanca und dann hier diese Tour. Algier. Also ich möchte nicht diese Haupttour fahren, sondern hier hinten lang. Vielleicht hier hoch Richtung Tunis, dann halt wieder runter, weil ich denke mal, diese Berge wären so richtig schön. Alhama, das wird auf jeden Fall richtig interessant werden. Und hier, bam. Bis Alexander, Kairo. Ja, und dann wollen wir hier so rüberfahren. Sind hier überhaupt Straßen? Nee. Doch, eine Straße hier. Ah, so eine Bergstraße hier. Langfahren. Ach, das wäre ja auch interessant. Hört mir auf. Und dann hier lang in Griechenland. Und die Balkanroute sah ich jetzt einfach mal so hier hoch. Bis wir dann endlich wieder in Berlin ankommen. Und dann haben wir, denke ich mal, genug gesehen hier. Aber Schluss aus, vorbei. Wir brauchen auf jeden Fall viele, viele Videos, ne? Oder viele, viele Sonntage, bis wir das dann wirklich alles abgehandelt haben. Und ja, mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.